Hass und Beschimpfungen im Netz, ein Massenphänomen. Es betrifft sehr häufig Frauen, darunter viele Politikerinnen. Doch was, wenn die Justiz Beleidigungen als rechtmäßig einstuft? Dagegen kämpft Renate Künast. Es begann 2015 mit diesem Facebook-Post. Ein Blogger verfälscht ein Zitat, wonach sie angeblich Sex mit Kindern befürworte. Daraufhin entlädt sich ein Shitstorm mit Beschimpfungen weit unter der Gürtellinie. Künast verlangt von Facebook die Daten der Nutzer, um sie anzuzeigen, klagt gegen die Plattform. Doch sie unterliegt vor der Pressekammer des Landgerichts Berlin. Sie kam im Ergebnis zu der Auffassung, dass diese Kommentare noch als zulässige Meinungsäußerungen zu bewerten seien. Die Begründung, die Äußerungen hätten einen Sachbezug zur Pädophiliedebatte der 80er Jahre. Zu der hatte sich die Politikerin damals missverständlich geäußert. Künast stellt klar, dass sie Pädophilie immer abgelehnt habe, das Zitat gefälscht sei. Doch die Richter meinen, sie habe damals Sex mit Kindern verharmlost und dass sie sich daher sehr weit überzogene Kritik gefallen lassen muss. Es gab Stellen, da schreiben sie, das sei eine satirische Überspitzung. Wo ich gedacht habe, ich glaube, ich verstehe Satire nicht mehr. Renate Künast will dieses Urteil nicht akzeptieren und Berufung einlegen. Die Entscheidung der nächsten Instanz dürfte Signalwirkung haben. Und über dieses Thema wollen wir jetzt ausführlicher sprechen. Im Studio begrüße ich jetzt den Rechtsanwalt für Presse- und Persönlichkeitsrecht, Christian Scherz. Einen schönen guten Morgen, schön, dass Sie bei uns im ZDF sind. Herr Scherz, wir haben den Einspieler gerade zusammen schon gesehen. Das Berliner Landgericht hat in seiner Urteilsbegründung keine Diffamierung Renate Künast feststellen können. Außerdem müsse sie sich als Politikerin überzogene Kritik gefallen lassen. Was sagen Sie dazu? Wie schätzen Sie dieses Urteil ein? Man kann das nicht eindeutig genug sagen. Dieses Urteil ist verheerend für die Streitkultur im Netz, aber auch überhaupt in der politischen Debatte. Es setzt ein Zeichen, dass dem Wutbürger sogar Mut gemacht wird, er praktisch sogar ermutigt wird, solche harten Formulierungen in Bezug auf Politiker zu wählen. Ich kenne die Kammer, ich kenne das Gericht. Ich bin auch in 2 Stunden bei denen im Gerichtssaal vorhanden, eine andere Sache. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, was die Kammer da wirklich geritten hat, eine solche absurde, rechtsstaatsfeindliche Entscheidung zu treffen. Wenn ich allein mir die Begründung, ich bin immer Freund der konkreten Quelle, ansehe, da heißt es, die Äußerung, knatter sie doch einmal so richtig durch, bis sie wieder normal wird, ist sicherlich eine geschmacklose Kritik, die mit dem Stilmittel der Polemik aber sachliche Kritik übt. Oder die Aussage in Bezug, ich muss es zitieren, weil man darf es ja so formulieren, der Kommentar Drecksfotze bewegt sich haarscharf an der Grenze des von der Antragstellerin, also Frau Künast, noch Hinnehmbaren. Also das ist insofern derart neben der Sache und auch neben all dem, was ich bisher an Gerichtsentscheidungen kenne und auch selbst betrieben habe. Früher waren Aussagen wie steindummer Autor oder in Bezug auf eine Moderatorin ausgemolkene Ziege. Das ist ein klassisches Beispiel, wo der Bundesgerichtshof schon früher die Aussagen für Menschenwürde verletzend und unzulässig erachtet hat. Hier hat das Gericht ja entscheiden müssen, geben wir Auskunft über den Namen des Haters und hat das abgelehnt, weil sie sagen, das sei keine Beleidigung, keine Schmähung. Ich kann es nicht nachvollziehen. Gut, das ist eine sehr klare Einordnung von Ihnen. Jetzt versuchen wir trotzdem vielleicht noch mal gemeinsam, da können Sie uns helfen, juristisch in die Köpfe der Richter sozusagen zu schauen, also was die Entscheidungsfindung angeht. Denn es ist ja eine Abwägungssache, richtig, ob etwas als Beleidigung zu bestrafen ist oder unter das Gut der Meinungsfreiheit fällt. Wo sind da die Grenzen und vor allen Dingen, welche Kriterien werden grundsätzlich bei sowas angelegt? Also wenn es noch irgendwie einen sachlichen, wir nennen das tatsächliche Anknüpfungspunkte, also wenn es für eine Meinungsäußerung noch hinreichende Anknüpfungstatsachen gibt, dann darf man auch sehr scharf formulieren, aber die Abwägung entfällt, wenn die Menschenwürde der Person betroffen ist, wie es hier der Fall ist. Aussagen wie Drecksfotze oder sie ist das Kind nicht genug und so weiter worden, das hat mit einer sachlichen Kritik nichts mehr zu tun, ist eine Abwägung nicht mehr möglich. Und wie gesagt, der Sound der Republik ist ohnehin schon so verhärtet und verwahrlost im Netz, dass hier der Rechtsstaat gefordert ist, dem Grenzen zu setzen. Wenn aber so ein Urteil daherkommt, passiert genau das Gegenteil. Wir werden noch mehr Verrohung im Netz erfahren. Das heißt, der Rechtsstaat muss hier Grenzen setzen. Die Gerichte müssen ermutigt werden und den Mut haben, solchen Sachen praktisch zu begegnen. Hätten denn möglicherweise andere Gerichte auch anders
geurteilt. Also könnte man vielleicht auch die Frage stellen, ob es sein kann, dass Berliner Landgerichte ein bisschen, ja, ich sag mal, laxer dann entscheiden. Wie ist da Ihre Einschätzung? Nein, überhaupt nicht. Das Berliner Landgericht, wie gesagt, ich kenne sogar die Kammer sehr gut, weil ich da jede Woche verhandle. Andere Sachen, meistens gegen Boulevardmedien oder die Bild-Zeitung. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, was da wirklich passiert ist. Die Urteilsbegründung ist derart falsch, muss ich sagen. Sie wird auch keinen Bestand haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Das Urteil darf auch keinen Bestand haben, weil es, wie gesagt, ein verheerendes Signal für den Rechtsstaat wäre und für die Würde des Menschen. Renate Künast hat ja schon angekündigt, den Beschluss des Landgerichts dagegen vorzugehen. Kann dieses Urteil von der nächststehenden Instanz noch mal kassiert werden? Selbstverständlich. Und also was glauben Sie, was ist Ihre Einordnung, wie es da weitergeht? Also ich würde mich wirklich wundern, wenn dieses Urteil Bestand hat. Ich habe schon viele Prozesse, auch Schmähkritikprozesse geführt. Ich habe auch schon oft auf der anderen Seite gestanden. Also das ist in der Begründung so dünn und so falsch. Das überzeugt ja, selbst wenn ich es Ihnen so vorlese, kann man es ja schon nicht mehr nachvollziehen. Und das würde dann bedeuten in der Konsequenz, dass Facebook die Daten tatsächlich herausgeben müsste. Und dann könnte Frau Künast dagegen vorgehen? Dann kann sie gegen die Person vorgehen. Das ist ja auch gerade das Phänomen im Internet, ist ja, man darf anonym hetzen. Das heißt, man muss noch nicht mal seinen Namen nennen, um derartige Beleidigungen raushauen zu können. Und wenn es dann noch nicht mehr möglich ist, diese Leute zu verfolgen, weil diese Aussagen noch als zulässig bewertet werden, das ist wirklich eigentlich das Ende. Das wäre eine Bankrotterklärung für die Frage der Menschenwürde. Oder wie wollen wir miteinander in der Gesellschaft umgehen und reden? Welche Sprachqualität wollen wir noch ertragen? Ein sehr komplexes, sehr spannendes Thema. Der Medienanwalt Christian Scherz war das. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einordnung bei uns. Vielen Dank. Gerne.